Nordwärts, so lautet der Titel des vergangene Woche eröffneten Festivals Lagacy in Baden. Im bereits fünften Jahr des größten Autofotofestivals Europas können die Besucherinnen und Besucher heuer etwa 1500 beeindruckende Fotografien in Baden erleben. Das Festival Lagacy Baden geht in sein fünftes Jahr. Das größte Outdoor-Fotofestival Europas erstreckt sich über 7 Kilometer Länge, aufgeteilt in eine Gartenrunde und eine Stadtrunde, ausgehend vom Besucherzentrum am Brusatti-Platz. Im öffentlichen Raum sind heuer rund 1500 Fotografien zu sehen, manche von ihnen bis zu 280 Quadratmeter groß. Mit der Sprache der Fotografie kann man die Leute nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern einfach mit Bildern, mit intensiven Bildern anregen, über verschiedene Dinge nachzudenken, was gut ist in der Welt, es gibt auch sehr schöne Geschichten, und was schlecht ist und worauf man in der Umwelt, auf unserer Welt achten sollte. Überall in dieser Stadt gibt es Bilder, die aus französischen Künstlern kommen, aus österreichischen Künstlern kommen und auch aus Künstlern aus Skandinavien. So dieses Festival existiert seit langer Zeit, und ich habe das Gefühl, dass diese Kooperation zwischen zwei wunderschönen Städten, Lagacy einerseits und Baden andererseits, funktioniert absolut wunderbar. Nordwärts, so lautet der Titel des Festivals und ist eine Gelegenheit, die oft wenig bekannte schöpferische Kraft von Künstlern aus Nordeuropa hervorzuheben. Das Generalthema ist die Beziehung zwischen den Menschen und ihrer Umwelt, hauptsächlich von skandinavischen Fotokünstlern, und sie zeigen ihre Blickwinkel auf die Natur. Denn für die Bewohner der Nordländer sind die Einsamkeit und die wilde Natur ein wesentlicher Bestandteil ihrer Beziehung zur Welt. Ja, das ist das Hauptthema der Ausstellung. Das Fotofestival ist ein gewaltiger Gästemagnet und damit auch ein wichtiger Wertschöpfungsmotor des Tourismus in Niederösterreich. Für die Stadt Baden bedeutet es mehreres. Also eine Hinzufügung in moderner Kultur zum einen und sehr passend zum Weltkulturerbe-Titel, den diese Stadt Baden vor kurzem im Kontext mit anderen Great Spas of Europe verliehen bekommen hat. Denn auf dieser tradierten Oberfläche muss natürlich das Leben weitergeben, und ein modernes Medium wie Fotografie ist punktgenau geeignet, um eine entsprechende Aussage dazu treffen. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass es es gibt, und ich bin froh, dass sich die Familie Langerhofer wieder diese Arbeit angetan hat, und mittlerweile ist es ja auch zu einem Markenzeichen von Baden geworden, und gerade in Zeiten, wo es dem Tourismus noch nicht so gut geht, wo es noch einiges an Aufholbedarf gibt, ist es gut, dass es solche Initiativen gibt, und darum unterstützen wir das auch als Land Niederösterreich nach Kräften. Fotografie als Kunstform hatte keine Heimat in Österreich, sie hat eine Heimat in Baden gefunden. Dieses Jahr die Fotos weltbester Fotografinnen und Fotografen zum Thema Norden. Nordwärts ist das Thema des Festivals, und zur Biodiversität. Und ich lade alle Interessierten ein, Baden zu besuchen, die Galerien zu entdecken und in einer herrlichen Kulturlandschaft Kultur zu genießen. Das Festivalprogramm wird heuer erstmals auch mit österreichischen Beiträgen bereichert. Jedes Wesen, jede Geschichte, wenn sie gut erzählt ist, wenn man ihr auf den Grund geht, hat was zu erzählen und kann uns berühren. Und das ist wesentlich, dass wir berührt werden, lebendig bleiben, sinnlich bleiben, dieses herrliche Wort, Sinnlichkeit, der Sinn steckt drinnen, dass es zwischen uns Menschen lebendig bleibt. Und das wollte ich in meine Fotografie einfangen. Mein Projekt ist das Camping, und es ist seit die letzten Jahre über im Flüchtlingscamp Dehesha in der palästinensischen Westbank entstanden. Und es sind künstlerische Inszenierungen über den Lebensunzustand in einem Flüchtlingscamp. Baden zeigt mit diesem Festival seine große Weltoffenheit. Bis zum 16. Oktober sind die Bilder zu sehen. Wie Sie wissen, Festivals reisen normalerweise nicht, aber dieses Festival reist und wird dann in Baden ja auch ergänzt durch Hinzufügungen.
österreichischer Art und dadurch natürlich auch ausbalanciert zwischen West und Ost und in den Kontext gestellt von europäischer Befindlichkeit.